Grüß Gott, ich will eine Morgen- und Abendroutine machen, beziehungsweise euch zeigen. Was ich benutze, den Auftrag zeige ich euch jetzt nicht, aber ich kann euch ein bisschen erklären, wie ich es auftrage. Fangen wir mal mit der Reinigung morgens an. Ich habe da nämlich alles stehen. Deswegen muss ich schauen, dass ich dann später nicht durcheinander komme, was nicht einfach werden wird. So. Morgens, ich benutze das nicht jeden Tag, aber hin und wieder benutze ich den Reinigungsschaum von Cadea Vera. Der sieht so aus. Das benutze ich jetzt wirklich nicht jeden Morgen, sondern wirklich nur, wenn ich merke, die Reinigung am Vortag hat nicht so ganz gut gewirkt, dann nehme ich das noch in der Früh auch. Es ist schon fast leer. Ja, es ist ganz wenig nur noch drin, so viel ist nur noch drin. Ich mag den schon. Das Problem ist nur bei den Reinigungsschaum, dass das immer mehr auf der Haut wird und ich hasse es. Ich hasse es wirklich, wenn das immer, immer mehr auf der Haut wird. Das kann ich voll nicht leiden irgendwie. Ja. Danach benutze ich trotzdem dann noch meistens eine Reinigungsmilch. Ich habe jetzt die von Sans Souci und das Gesichtswasser habe ich auch von Sans Souci. Das sind so große, riesengroße Flaschen. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie hin. So sieht das aus. Und ich finde, die riechen so gut. Und es ist richtig viel drin. Es sind 390 Milliliter drin. Und ich finde das sehr, sehr gut, für das. Man kommt doch relativ lang damit aus. Beim Gesichtswasser bin ich jetzt circa hier. Und bei der Reinigungsmilch, damit werde ich ein bisschen länger auskommen. Ich glaube, ein Gesichtswasser habe ich von dem schon aufgebraucht und ich schütte mich die ganze Zeit damit an. Beides trage ich auf ein Wattepad auf und trage es dann auf dem Gesicht auf. Beziehungsweise zuerst nehme ich das auf ein Wattepad, trage es aufs ganze Gesicht auf. Dann nehme ich das auf ein Wattepad und trage, also erst Reinigungsmilch, dann Gesichtswasser, sorry, ich bin noch ein bisschen verwirrt. Dann trage ich das Gesichtswasser auf ein Wattepad und gebe es aufs Gesicht und das war's dann. Ja, oh, ich schütte alles aus da. Also gut ist die Verpackung nicht. Es tröpfelt voll raus. Ich finde das voll kacke, obwohl ich es gerade zugemacht habe. Aber das hilft überhaupt nicht. Also die Verpackung ist Schrott, sage ich euch gleich. Aber ich glaube, das gibt es auch gar nicht mehr. Die Reinigungsmilch und Gesichtswasser. Ich glaube, da gibt es jetzt eine andere Sorte. Ich bin mir nicht sicher. Kann ich euch nicht ganz genau sagen. Dann ist das unterschiedlich. Manchmal benutze ich das Serum von L'Oreal. Das ist das Hydra Genius. Das habt ihr auch vor kurzem in einem Favoritenvideo von mir gesehen. Es fehlt auch schon relativ viel. Also viel. Es ist ja für den Preis, dass das auch manchmal in Aktion ist, habe ich euch, glaube ich, auch in dem Favoritenvideo gesagt, finde ich das echt, echt gut. Also da kann man wirklich nicht sagen. Ich benutze manchmal nur das morgens. Ich zeige euch das nochmal in Nahaufnahme. Das ist jetzt das für... Moment, normal bis trockene Haut. Ich trage manchmal das aufs ganze Gesicht auf. Das heißt, ich nehme zwei so ihr wisst schon, heute kann ich irgendwie nicht reden. Ich nehme zwei so Hübe oder weiß ich, wie man das aussprechen mag. Dann wärme ich das so ein bisschen in der Hand an und klopf, klingt ein bisschen brutal. Ich presse es, ich kann es euch bei der Hand zeigen, ich presse es so in die Haut hinein. So kann man es am besten, glaube ich, herzeigen, so zeige ich es auch den Kunden. Und es ist auch wirklich ein großer Unterschied, wenn man es reinpresst in die Haut, als wenn man es nur so aufträgt. Finde ich jetzt zumindest. Falls ich aber mehr Zeit habe, weil ich habe jetzt eine aktuelle Pflege, die jetzt ein bisschen länger braucht zum Einziehen, benutze ich jetzt die Reval de Loop Green Tea Tagespflege, heißt die. So sieht die aus. Die hat ja solche Cremekügelchen drin. Ich finde die so cool, aber ich glaube, die gibt es leider nicht mehr. Die habe ich mir mal in Aachen gekauft. Ich finde die so gut. Die ist wirklich gut. Also ich mag die wirklich sehr gerne. Ich bin traurig, wenn die wirklich rausgenommen haben, weil die finde ich echt gut. Für einen Mittelpreis finde ich die wirklich gut. Ihr wisst ja, normalerweise benutze ich nur so Biotherm und so. Aber die finde ich wirklich gut. Mir ist auch gerade eingefallen, ich habe was vergessen. Egal. Das sage ich euch dann nur. Ihr kennt es ja auch aus verschiedenen Videos. Bei der ist nur das Problem, manchmal braucht ihr ein bisschen länger bei meiner Haut, dass sie einzieht. So sieht das Innenleben von der Creme aus. Ich finde das voll cool irgendwie.
das hat's mal voll an. Und ich weiß auch nicht, wieso, ich finde die sowas von cool. Schade, wenn es die wirklich nicht mehr geben wird. Da komme ich sogar schon ein bisschen an die Cremekügelchen an. Was eine Weile gebraucht hat, bis ich da dran gekommen bin, weil zuerst nur Gel drauf ist. Aber ich finde die wirklich angenehm. Das einzige Problem ist halt, also ich mache das jetzt nicht so in diese Pumpbewegungen auf der Haut, sondern ich trage sie so in Tannenbaumbewegung auf, aus Augen natürlich, das lasse ich aus. Aber so trage ich die auf. Die braucht leider ein bisschen länger beim Einziehen. Heute habe ich zum Beispiel nur das Serum da drauf, weil das schneller einzieht. Und das braucht manchmal ein bisschen länger, aber wenn ich... manchmal reinige ich mein Gesicht, dann klatsche ich mit Rest drauf und dann mache ich den Rest noch von meiner Pflege, was ich nicht jetzt erwähnen werde. Und damit das halt einziehen kann. Aber ich finde die wirklich gut. Ich finde das echt schade, dass die rausgegangen ist, glaube ich, aus dem Sortiment. Ich kenne mich ja damit nicht so aus. Das vorletzte in der Früh, was ich auch nur hin und wieder verwende, weil ich nicht will, dass es leer geht, ist von Elisabeth Arden. Ich habe schon wieder Schluck auf. Dieses Serum, diese Kügelchen. Ihr könnt das ja eh sehr gut sehen. Habe ich schon oft als Probe aufgebraucht und ihr habt das, glaube ich, in meinem letzten Favoritenvideo gesehen. Ich liebe dieses Teil. Ich habe es heute nicht drauf, komischerweise. Aber das tue ich dann auch so in bunten Bewegungen auftragen. Über die Pflege, also über die, entweder über die hier oder über dieses Serum hier. Das wechsle ich so ein bisschen. Aber ich benutze es halt nicht immer, weil ich nicht will, dass es leer geht. Eh dämlich, aber was soll's. Dann noch Augenpflege, die zeige ich euch so. Ich habe sie in ein Tiegelchen umgefüllt von Lancôme, da ist aber nicht mehr viel drin. Da ist ganz wenig nur noch drin von der Augencreme, Gott sei Dank. Obwohl ich die mag, das ist von Nature, heißt die Marke. Ich hoffe, die heißt so, bin mir gar nicht sicher. Also steht Nature, straffende, wenn man so ausspricht. Auf jeden Fall straffende Augenpflege. So, das ist eine neue Marke bei Müller. Die gibt es jetzt fast ein Jahr, glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Haare am Lipgloss. Ja, ich finde die wirklich gut. Die ist echt gut. Ich finde die wirklich nicht schlecht. Ich habe noch ein paar Proben und ich habe noch andere Augenpflege. Aber die würde ich mir wirklich nachkaufen, weil die finde ich wirklich nicht so schlecht. Dieser scheiß Ventilator. So. Dann kommen wir zu Nachtpflege. Als allererstes, was ich natürlich als allererster verwende, bevor ich irgendwas mache vom Pflege her, ist mein heißgeliebter Hofer Make-up Entferner. Den darf man natürlich nicht vergessen. Ich habe nämlich das Video schon versucht zu drehen und da habe ich die ganzen Reinigungsprodukte vergessen. Ich umfrage so wie eins, dazu komme ich gleich. Ja, also nichts geht ohne mein Hofer Make-up Entferner. Das wisst ihr aber eh, ist auch schon wieder bald leer. Ja, ohne den geht gar nichts. Nein. Dann habe ich jetzt aktuell die Reinigung von Clinique, die heißt City Block Purifying. Habe ich bei einem Gewinnspiel gewonnen. Sieht so aus, ist auch schwarz, also hier können Sie das ein bisschen sehen. Die ist auch schwarz, also nicht nur die Tube, sondern auch das Produkt ist schwarz. Ja, ich finde es okay, aber es ist jetzt nicht meine Lieblingsprodukt von Clinique. Da gibt es eine andere Reinigung, die mag ich viel, viel lieber. Aber ja, ich bin froh, dass ich es testen kann. Es macht so... ein angenehmes Hautgefühl, finde ich trotzdem. Ich würde es mir jetzt nicht nachkaufen, weil ich finde das andere, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, aber das hatte ich in so einer kleinen Größe, das fand ich viel, viel besser als das. Aber es ist nicht schlecht. Ich glaube eher, dass das aber eher für jüngere Haut gedacht ist. Weil es ja auch mit Aktivkohle und so ist. Also für mich ist es irgendwie zu wenig. Kommen wir zu meinem... Ersatzgesichtswasser. Ich bin eine, die abends meistens anstatt Gesichtswasser benutzt. Ich mit Zellenwasser. Ich hoffe, der Satz hat jetzt irgendwie Sinn ergeben. Dabei habe ich das von Yves Rocher. Ich habe den Duft so vermisst. Ich hatte ja mal die Gesichtspflegereihe davon. Die Hydro Vegetal ist das. Da hatte ich mal die ganze Serie davon und habe den Duft sowas von vermisst. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich finde das auch relativ gut. Ich finde auch gut, dass man so eine große Größe irgendwie bekommt. Wie viel Milliliter sind da drin? 390, so wie bei meinem Gesichtswasser. Bah, oh Gott. Das finde ich wirklich gut. Ich kann gar nicht so viel sagen. Es ist halt wirklich Feuchtigkeit spenden doch. Das ist das, was ich so mag an dem. Ja, das benutze ich als Gesichtswasserersatz. Wieder auf dem Wattebett und dann aufs Gesicht auftragen. So, dann als Nachtpflege habe ich auch von Rival de Loup die Green Tea. So sieht die aus. Eigentlich habe ich trockene Haut, weil das steht ja für normal bis mich schaut um. Eigentlich habe ich trockene Haut, aber im Sommer
kann ich so reichhaltige Sachen nicht verwenden und das reicht vollkommen. Ich finde das sowas von cool. Wie kommt man nur auf so eine Idee? Könnt ihr das sehen? Ich finde die cool. Da haben sie sich wirklich was einfallen lassen. Ich finde es schade, dass es sie nicht mehr gibt. Habe ich bei der Tagespflege ja auch schon gesagt. Ja, da habe ich schon ein bisschen mehr benutzt, wie ihr sehen könnt, weil da brauche ich ein bisschen mehr, komischerweise, obwohl da mehr so Creme-Kügelchen drin sind. Aber komischerweise brauche ich da mehr davon. Ja, die mag ich auch sehr gern. Am Abend ist mir das egal, wenn das nicht sofort einzieht, weil da schminke ich mich ja nicht am Abend, da ist mir das wurscht. Da kann das ruhig eine Weile auf der Haut liegen. Da bin ich mir meine Haare zurück und lasse die einwirken und das war's dann. Wirklich gut, wirklich, wirklich gut. Was ich bei dem Video schneiden muss, ist nicht mehr normal. Ja, manchmal kommt es vor, dass mir die Nachtpflege trotzdem ein bisschen zu wenig ist. Und dann gebe ich noch von meinem Clarence-Öl ein bisschen was drüber. Das gebe ich auch in so Pumpbewegungen auf die Haut, wenn ich schon die Nachtpflege drüber gemacht habe. Also in die meisten Cremen habe ich das reingemischt. Aber in diese hier, also in die Rivale Loop, da muss ich es drüber auftragen. Keine Ahnung wieso, aber ich mag es halt so lieber. Aber reinmischen, das würde ich nicht machen. Nee. Aber so sieht das aus. Ihr kennt es, ich hatte das ja schon in originaler Größe und ich liebe es. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich brauche mal die Probe auf, bevor ich meinen Biotherm anfange. Das Einzige, was mir eingefallen ist, ich habe noch eine Probe davon, werde es mir aber aufheben. Weil ich finde das Öl echt gut. So, das letzte, beziehungsweise vorletzte, weil die Augen, eigentlich, naja, die Augencreme, die ich euch vorher gezeigt habe, benutze ich auch nachts dabei, weil ich die leer machen will. Und als Hals- und Dekolleté-Creme habe ich dabei die vom BB. Die finde ich aber, ich finde sie riecht gut. Und sie hat auch die coole Konsistenz, so eher dickflüssiger, wenn ihr das sehen könnt. Also die bewegt sich nicht mal, so dickflüssig ist sie. Aber ich würde sie mir nicht kaufen, nochmal. Ich habe die halt von der Arbeit zu Ostern bekommen. Ja, ist aber jetzt nicht was, was ich unbedingt mag oder so. Ich benutze es halt zur Zeit als Hals- und Dekolleté-Creme. Dafür reicht es mir auch. Ja, aber ich mag den Duft. Der Duft ist gut. Das war's. Also das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist dieses Reinigungsbalsam von Biotherm. Aber das habt ihr eh in 100 Videos gesehen. Das muss ich euch nicht nochmal zeigen. Das wisst ihr ja eh auswendig. Und ja, ihr könnt mir ja mal schreiben, was euer Lieblingspflege- und Reinigungsprodukt ist. Zurzeit. Das würde mich sehr interessieren. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!